Willkommen zu deiner ersten Yoga-Einheit. Ich freue mich, dass du Yoga ausprobieren möchtest. Mein Name ist Alex und das ist Lisa. Ich werde dich durch diese Einheit hindurchführen und Lisa wird währenddessen die Übung vormachen. Wenn du also zu einem Zeitpunkt nicht genau weißt, was du tun sollst, schau einfach auf den Bildschirm und mach einfach, was Lisa macht. In der ersten Einheit geht es zunächst um den Atem. Wenn wir Stress haben, wird unser Atem schnell und flach. Yogis haben herausgefunden, dass es einen Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit unserer Gedanken und der Geschwindigkeit unseres Atems gibt. Und wir können diese Verbindung bewusst nutzen, indem wir tiefer und ruhiger atmen und dadurch auch unsere Gedanken, unseren Geist ruhiger werden lassen. Und das nutzen wir jetzt in dieser ersten Übung und auch in allen weiteren Yoga-Einheiten. Wir beginnen im Stehen. Schau zunächst, dass du beckenbreit stehst, so dass die Füße, die Außenkanten der Füße genau unter der äußeren Seite des Beckens sind. Schau, dass die Füße nach vorne zeigen und stehe ganz aufrecht. Beginne nun durch die Nase ein- und auszuatmen. Wir atmen im Yoga immer durch die Nase, weil hier der Atem befeuchtet und gereinigt wird und außerdem fällt es uns leichter, gleichmäßig ein- und auszuatmen, wenn wir durch die Nase atmen. Du willst, dass dein Atem tief, aber ruhig ist und ganz gleichmäßig fließt. Und so atme tief und ruhig ein und aus. Und ich werde bei allen Bewegungsabläufen, die wir in den Yoga-Einheiten machen, den Atem ansagen. Ich werde sagen, atme ein, tue dies, atme aus, tue jenes. Und wichtig ist dabei, dass du deinem Atemrhythmus folgst. Und wenn du mal merkst, dass es dir zu schnell oder zu langsam ist, dann mach einfach, was sich für dich richtig anfühlt. Es ist nicht schlimm, wenn du es ein bisschen langsamer oder schneller machst. Es ist auch nicht schlimm, wenn du zwischendurch mal einen kleinen Zwischenatmer holst oder einfach weiter atmest. Wichtig ist, dass du immer so tief und ruhig atmest, wie es dir möglich ist. Nun zur ersten Übung. Mit der nächsten Einatmung lass die Arme über vorne nach oben aufsteigen. Und mit der Ausatmung lass die Arme wieder nach unten sinken. Das war's schon. Setz das einfach fort. Einatmend lass die Arme aufsteigen. Ausatmend lass die Arme sinken. Atme dabei ganz tief und ruhig ein und aus. Mach die Bewegung so langsam, wie es dir möglich ist, so dass sie immer noch zusammen mit dem Atem geht. Einatmend steigen die Arme auf, ausatmend sinken die Arme. Setz das fort. Und wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn du das nicht ganz so langsam machen kannst, wie wir das machen. Mach es so, wie dein Atem es dir erlaubt. Und optimalerweise bilden Atem und Bewegung die ganze Zeit eine Einheit. Aber wenn du mal zwischenatmen musst, ist das auch nicht schlimm. Noch dreimal. Einatmend die Arme nach oben. Ausatmend lass die Arme sinken. Ein. Und aus.
Ein. Und aus. Wunderbar, sehr schön. Das war deine erste Yoga-Übung. Spür nochmal gerade, wie es dir jetzt geht. Schau mal, ob du deinen Nacken, deine Schultern, deine Arme und Hände ein bisschen mehr spüren kannst. Und dann für die nächste Übung, nimm die Füße ein bisschen breiter, so schulterbreit. Beug die Knie leicht, dass die Knie über den Zehenspitzen sind. Achte nochmal drauf, dass die Knie weder nach innen fallen, noch zu weit auseinander stehen, sondern genau über den Füßen sind. Richte dich hier auf, dass du mit dem Oberkörper ganz aufrecht bist und streck die Arme nach vorne aus und bring die Handflächen zusammen. Von hier jetzt, mit der Einatmung, nimm die Hände auseinander und streck sie nach hinten. Mit der Ausatmung bring die Hände wieder zusammen. Bleib im Oberkörper ganz aufrecht. Die Bewegung findet nur in den Armen statt. Einatmend auseinander. Und ausatmend wieder zusammen. Du machst die Übung so langsam wie möglich, ohne dass du in Atemnot kommst. So langsam wie der Atem es zulässt. Einatmend, nimm die Hände auseinander und nach hinten. Und ausatmend wieder zusammen. Sehr schön, noch ein letztes Mal. Und dann streck die Beine wieder, lass die Arme sinken. Schließ die Augen für einen Moment und spür deinen Körper. Neben dem tiefen Atmen ist das zweite Ziel im Yoga, dass wir Körperbewusstsein schaffen, dass wir lernen, unseren Körper zu spüren. Dazu später noch mehr. Aber für jetzt, spür, wie deine Arme sich anfühlen. Schau mal, ob du spürst, wie das Blut durch die Fingerspitzen strömt. Deine Hände pulsieren. Vielleicht spürst du auch deinen Brustkorb ein bisschen mehr. Schön. Als nächstes komm bitte in einen Vierfüßlerstand. Ein Vierfüßlerstand ist eine Position, wo Füße aufgestellt sind, das Becken über den Knien ist und die Hände unter den Schultern. Wenn diese Position für deine Knie unangenehm ist, kannst du gerne eine Decke nehmen und sie dir unter die Knie legen, sodass sie schön weich gebettet sind. In dieser Position jetzt üben wir eine Übung mit dem Namen Katze-Kuh. Und wir wechseln hier zwischen zwei Haltungen, bei denen die eine einem Katzenbuckel und die andere einem Kuhrücken ähnelt. Für den Katzenbuckel ziehst du den Bauch ein und rundest den Rücken und hebst ihn hoch. Für den Kuhrücken lässt du den Rücken hängen. Du entspannst den Bauch und den Brustkorb und hebst den Kopf und schaust nach vorne. Mit der Ausatmung gehst du in den Katzenbuckel, ziehst den Bauch ein, presst die Luft heraus. Mit der Einatmung lässt du den Bauch nach unten sinken und schaust nach vorn. Immer mit der Ausatmung machen wir im Yoga Bewegung, wo die Vorderseite sich schließt. Und mit der Einatmung üben wir Bewegungen, wo die Vorderseite des Körpers sich öffnet. Immer mit der Ausatmung heb den Bauch hoch, runde den Rücken, Katzenbuckel. Mit der Einatmung entspann den Bauch, öffne den Brustkorb, Kuhrücken. Wunderbar, ausatmen Katzenbuckel, einatmen Kuhrücken und noch ein letztes Mal, ausatmen Katzenbuckel, einatmen Kuhrücken, sehr schön und dann probier mal eine neutrale Position zu finden.
Überprüf nochmal, dass das Becken über den Knien ist. Schau nochmal darauf, auf deine Knie und auf deine Position deines Beckens. Die nächste Position heißt der kleine Hund. Und es ist so ein bisschen wie wenn so ein Hund sich streckt. Vom Vierfüßlerstand ausgehend läufst du mit den Händen nach vorne, so dass Arme und Oberkörper sich einer Linie annähern. Drück hier die Fingerspitzen fest in den Boden, dass die Hände aktiv sind. Achte darauf, dass die Arme gestreckt sind, dass auch die Ellenbogen nicht gebeugt sind. Und es braucht Kraft in den Armen, das gehört zur Übung dazu. Und jetzt entspannst du den Brustkorb und lässt ihn zwischen den Schultern nach unten sinken. So weit, wie das für dich halt geht. Und hier jetzt atme weiter durch die Nase, tief, aber ruhig, ein und aus. Sehr schön. Mit der nächsten Einatmung lauf die Hände wieder unter die Schultern zurück in den Vierfüßlerstand. Und für die nächste Übung jetzt, leg dich bitte auf den Rücken. Du kannst dir den Bildschirm, wenn du magst, so legen, dass du ihn seitlich neben dem Kopf hast, um dann drauf schauen zu können. Ich werde aber grundsätzlich immer, wenn wir uns in der Rückenlage befinden, mich bemühen, die Übung so anzuleiten, dass Schauen nicht notwendig sein wird. In der Rückenlage jetzt, stell die Füße auf. Das heißt, du beugst die Knie, so dass die Füße unter den Knien sind. Und du mit den Fingerspitzen vielleicht gerade so eben oder fast an die Fersen kommst. Ist nicht so wichtig, ob du wirklich dran kommst, das ist nur eine grobe Orientierung. In dieser Position beginn wieder tief und ruhig durch die Nase ein- und auszuatmen. Und dann mit der nächsten Einatmung führ die Arme über oben nach hinten hinter dem Kopf, wie wenn du sie in Verlängerung des Körpers ausstreckst. Und ausatmend wieder zurück. So, jetzt beim ersten Mal wirst du gleich gemerkt haben, ob da hinten Platz war oder nicht. Wenn dort kein Platz war, dann räume es gerade zur Seite oder rutsch ein bisschen nach vorne. Wenn alles gut ist, dann setz die Übung fort. Mal langsam, aber tief durch die Nase ein und aus. Mit jeder Einatmung streck die Arme hinter den Kopf und ausatmen. Führ die Arme zurück. Und wieder, langsamer heißt fortgeschrittener. Übe die Übung so langsam, wie der Atem es zulässt. Sehr schön. Mach das noch ein letztes Mal. Und dann leg die Arme neben dem Körper ab und streck die Beine aus für eine entspannte Rückenlage. Du kannst gerne einfach so liegen bleiben. Wir liegen jetzt noch 2-3 Minuten ungefähr. Wenn du deine Beine noch mehr entspannen möchtest, kannst du, schau mal gerade auf den Monitor, dir eine Decke nehmen und mit ihr eine Rolle machen und diese Rolle unter die Knie legen. Und dann möglicherweise dich mit einer zweiten Decke zudecken. Nun liege hier ganz entspannt und probier mal ganz bewusst den Atem jetzt nicht mehr zu beeinflussen.
sondern den Atem ganz von selbst ein- und ausströmen zu lassen. Spür mal, wie der Atem durch die Nase einströmt, seinen Weg durch den Rachen und Hals nimmt, bis in den Brustkorb. Und vielleicht setzt die Bewegung sich sogar fort bis in den Bauch. Und dann geht der Atem wieder zurück. Schau mal, ob du den Atem an der Nasenspitze spüren kannst, wie er dort vorbeiströmt. Schau mal, ob du spüren kannst, wie die Bauchdecke sich leicht hebt und senkt mit dem Atem. Und schau mal, wie der Atem jetzt von selbst ganz ruhig geworden ist. Wunderbar. Dann kannst du dich jetzt gerne noch mal ein wenig räkeln und recken und strecken. Stell die Füße auf. Roll dich auf deine rechte Seite. Stütz die Hände auf und komm hoch zum Sitzen. Und nimm einen bequemen Sitz ein. Ich hoffe, dass du in dieser deiner ersten Yoga-Einheit die Erfahrung machen konntest, wie entspannend es ist, tief und voll zu atmen und ein bisschen erleben konntest, wie Yoga Stress abbauen kann. Vielen Dank, oder wie wir im Yoga sagen, Namaste.